Lustig, dass die EA Games Logo eine bessere Auflösung hat als im Hauptspiel. Hä? Hier sieht auch irgendwie alles komplett anders aus als im normalen Spiel. Eine Demo, wo sie sich ein bisschen Mühe gegeben haben. Deswegen ist das Spiel etwa, ja, 650 Megabyte groß. Und überleg mal, das Hauptspiel ist nur 1,4 GB groß. Das heißt, das Demo ist fast so groß wie das Hauptspiel. Warum? Habt ihr euch doch wieder nicht so viel Mühe gegeben. Naja. Das Need for Speed Underground 2 Demo haben sie auch drin gelassen, damit du ein bisschen gefixt wirst und denkst, oh, ich will das Hauptspiel haben. Ich will das Hauptspiel haben. Naja, ich wollte auch unbedingt damals das Hauptspiel haben, aber das lag ja im ersten Teil. Ha, ha, ha. Aber irgendwie, komischerweise, Underground 2 ist sowieso die meisten hängen geblieben, ne? Von allen Need for Speeds. Bei Underground 1 ist ja schon mal so gewesen, wow, heftig, geile Scheiße. Und dann kam Underground 2, wow, noch mehr Tuning-Teil. Noch mehr Autos. Noch mehr Rennmodi. Street X war neu. Dieses komische Bergrennen war neu. Driften gab es theoretisch schon, aber das war ja Bergdriften. Das war auch theoretisch neu. War noch irgendwas neu? Keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall einen riesigen Need for Speed Underground 2 Aufkleber damals. Oh, I'm hyping for the Spiel. Das Heftige ist sogar. Ja, hier sind es drei Songs drin in diesem Spiel. Und hier haben wir freie Fahrt. Einfach durch die Gegend fahren. Brumm, brumm. Oh Mann, ey. Quick Race. Mal gucken, wie viel wir hier zur Auswahl haben. Online. Wer hätte gedacht, das funktioniert nicht mehr? Und Optionen. Erklärt sich selbst. Ich glaube, wir gehen jetzt mal auf Quick Race, oder? Oder gehen wir auf freie Fahrt? Ich weiß gar nicht. Lässt er mich bei freie Fahrt Rennen fahren oder kann ich einfach nur dumm durch die Gegend fahren? Wir gehen mal auf freie Fahrt und mal schauen, was unser Spiel tun lässt. Ah, guck mal, wir haben sogar Sachen auf der Dings drauf, auf der Karte. Willkommen zur SMS, Kurzmittagsmitteilung. Ja, genau das gleiche wie beim Hauptspiel. In die Schnauze. Oh, ihr habt auch die Meldung verteilt, von wegen hier. Oh, hier ist aber der Smash. Oh, Minikartenlegende. Ja, das ist mir egal, ich spiele die scheiß Demo. Guck mal, was hier ist. Hier ist sogar ein ist das ein Auto, ein Auto hinter da sein? Okay, soll ein Shop sein. Und den dürfen wir sogar betreten. Einer der wenigen Shops, die wir betreten können. Jeder Autohändler. Ich überlege gerade, ist das im Hauptspiel auch ein Autohändler? Nee, im Hauptspiel ist es irgendwas anderes, glaube ich. Kann ja sein, dass es sogar auf eine Beta hier basiert, ausnahmsweise mal. Ne, bla, Autohändler, bla, bla, bla. Haben wir noch ein anderes Auto? Ach so, okay, stimmt, scheiße. Super, nur Nissan 350Z schon wieder. In verschiedenen Ausführungen. Aber nimm die Rache-Version. Ja, die ist toll. Und es gibt lustigerweise, ich kann darauf aufmerksam machen, ne? Falls ihr das nicht kennt. Es gab welche, die haben, ich glaube, bei der PS2-Version geguckt, eben, wie weit sie rausfahren können in diesem Spiel. Also sind über die Mauern gefahren, weil man hat theoretisch hier nur ein Gebiet und der Rest wird eben durch Stoppschilder signalisiert, dass du hier nicht rauskommst. Weil, kann ja mal zu den Stoppschildern fahren, ne? Und euch ja mal die zeigen. Da, guck mal, da sind die ja schon. Genau, aber lustigerweise, es existiert alles. Es ist einfach nur Stoppschilder. Wahrscheinlich deswegen das Spiel auch so fucking groß. Ach, und ich wollte in einen Shop fahren. Guck mal. Ah, hier ist ein roter Shop. Der ist ja gar nicht auf der Karte. Können wir den besuchen? Vorschau? Was? Ja, kannst du gucken, was du da machen kannst. Und zeig dir zwar auch einen roten Punkt auf der Karte an, dass du ihn wiederfindest, aber naja, benutzen kannst du ihn nicht. Aber vergiss nicht, wir spielen ja eine Demo. Aber dafür, wie gesagt, die dachten wahrscheinlich selbst, was sie für eine Witz-Demo gemacht haben für den ersten Teil. Deswegen ist die okay geworden, was den Raum angeht. Aber das Lustige ist auch, hier schreiben viele auf der Internetseite, dass sie nach 30, 45 Minuten rausgekickt werden aus dem Spiel. Ja, wahrscheinlich ist ja gleichzeitig noch ein Zeitlimit drinne. Denk mal so, okay. Demos mit Zeitlimit? Ja, sowas gab es. Aber haben die hier ein Zeitlimit reingemacht? Du hast ja hier eh nur einen begrenzten Umfang. Warum zur Hölle sollst du das denn länger als 30 oder 45 Minuten spielen? Verstehe ich nicht. So, und da ist das eine Rennen. Das eine Rennen, was ich machen darf. Was ist denn das überhaupt? Wo ist ein Driftrennen? Und es ist sogar ein Downhill-Driftrennen. Oh, die Demo gibt einem was Neues, was man theoretisch nicht kennt, wenn man, ja, der theoretisch, wenn man nicht das Hauptspiel gespielt hat. Ich bin auch ein guter Typ, ey. 350 Chat, googeln. Mit 350 Z driften. Keine Ahnung, noch nie gemacht. Driften, driften.
Und habe ich auch dieses Spiel schon Let's Played? Nein. Nur Long Played. In 3D, aber ich kann ja mittlerweile keine 3D-Videos mehr hochladen. Aber das ist ja eine andere Geschichte. Aber ich muss ja leider sagen, ne, das Spiel hat ja funktionsumfangmäßig viel geboten damals, also ein bisschen mehr. Aber ich fand's ehrlich gesagt langweilig. Das ist so gesagt, du hast immer nur Rennen nach Rennen nach Rennen gefahren. Und das Spiel wurde einfach viel zu lang gezogen. Also viel zu viel Rennen, dass es dir wirklich nur wie Ballast vorkam. Wurde einfach so, denkst, ah, schon wieder ein Rail-Rennen. Ah, und schon wieder musst du da hinfahren. Gerade dieses ganze Umhergekurve, das war einfach nur Zeitstrecken. Naja, die haben auch innerhalb eines Jahres jedes Mal einen neuen Need for Speed-Teil rausgehauen, ne? Ich glaube, jedes Mal von einem anderen Publisher war hier Games, von einem anderen Entwickler. Aber trotzdem jedes Jahr ein neues Need for Speed, ne? Also, kann man schon sagen, okay, dem blieb fast nichts anderes übrig. Deswegen mussten es ja auch diese komischen, wenn man Video kam, mussten es ja diese komischen Comic-Strips sein. Wie gesagt, alles Zeitersparnis, ne? Als wenn die irgendwas 3D-Modeliges machen müssen oder so. Und deswegen denke ich so, ja, das Spiel spielen, okay, ja, macht doch Spaß, aber die Luft ist doch ziemlich schnell draußen bei dem Spiel leider. Außer man hypt sich eben selbst hoch und habe ich immer gemacht. Ich habe es zweimal durchgespielt, das Spiel, ne, dreimal durchgespielt. Einmal damals, als es noch neu war, dann noch einmal auf dem Notebook, als ich in der Schule Langeweile hatte. Und einmal, als ich das fürs Longplay durchgespielt habe. Ja, öfter habe ich das Spiel nicht durchgespielt. Nein, nur dreimal. Im Gegensatz zu Need for Speed Underground. Das habe ich tausende Male gespielt. Millionen Mal, keine Ahnung. Da habe ich ja damals sogar an einer Competition, an einem Wettbewerb teilgenommen von Need for Speed Underground und sogar gewonnen. Oh Mann, ey, ich war da so Underground-süchtig. So fucking Underground-süchtig. Aber das ist alles Vergangenheit, Vergangenheit. Und die Spiele, die Vergangenheit. Guck mal, ah, das Rennen ist ja gar nicht weg. Aber ich glaube, es ist ein neues Rennen aufgetaucht. Das war vorher nicht da, ne? Ja, ein Rundkursrennen. Boah, jetzt dürfen wir sogar noch Rundkurs fahren. Das ist toll. Warte, dürfen wir auch die Kamera umschalten? Ja, dürfen wir auch. Luxus. Und so viele Kameraansichten. Es gab ja auch für das Spiel ein Kamera-Mod-Hack. Wie auch immer, dass du die Kamera packen konntest, wo du wolltest. Brauchte man beim Spiel nicht wirklich. Eine Cockpit-Ansicht gab es da hier auch nicht. Mich gewundert, wenn die das damals schon gemacht hätten. Ja, das Spiel hat damals fucking geruckelt auf meinem PC. Naja, mit einem scheiß Intel Pentium 4 ist auch kein Wunder. Der Prozessor war scheiße. Richtig scheiße. Oh, ein Rundkurs. Ja, den kennen wir aus dem alten Teil. Und den dürfen wir sogar fahren, falls ihr euch noch erinnern könnt. Auch wenn es nur eine Runde war. Wie viele Runden dürfen wir denn hier fahren? Ja, das sehen wir gleich. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich die Standard-Nost-Taste? Alt? Ah, Alt ist die Standard-Nost-Taste. Ich habe die Einstellung ja nicht umgeändert. Weil ich dachte, oh, brauchst du nicht umändern. Ist das Burger King? Ich glaube ja. Brauchst du nicht umändern, das merkt er sich sowieso nicht. Aber oh, Fortschritt, Fortschritt. Irgendwo war eine Abkürzung hier, ja. Fortschritt, die haben... Fortschritt, die haben, ja, die... Speichern jetzt auch hier in der Demo, im Gegensatz zum ersten Teil, wo alles vergessen hat. Mann. Wörterfindung ist ganz schlecht, ey. Da denkt man ja die ganze Zeit, habe ich einen Schlaganfall? War das nicht so bei meinem Schlaganfall, dass man Wörter schlecht vergisst oder irgendwelche anderen Krankheiten? Ah, es wird so surreal. Surreal werden wir. Es geht ja hier um damals, ne? Wo er noch klein und jung war und sich Energies reingepfiffen hat ohne Ende. Jetzt ist es Kaffee geworden. Kennt ihr nicht mehr? Also doch Kaffee, aber naja. Theoretisch sind nicht ganz so viel Koffein und auf jeden Fall nicht so viel Zucker. Wenn ich heute nochmal mal wieder ein Energy trinke, dann denke ich so, ach du heilige Scheiße. Und das Zeug hast du damals literweise getrunken. Das ist mir auch halt auffällt, ne? Das Spiel hat gar nicht gefragt irgendwie, ob ich in irgendeiner Schwierigkeit spielen möchte. Ich vermute mal ganz stark, dass die standardmäßig auf einfach gestellt worden sind. Das soll ja einen Spaß machen, ne? Also in der Hinsicht von, boah, guck mal, du bist ja richtig gut und gewinnst. Kauf dir das Hauptspiel. Kauf es dir. Hat ja, glaube ich, auch zum Müli 60 Euro gekostet, ne? Ich weiß gar nicht, aber das habe ich diesmal nicht von Herrn Kazar bekommen. Okay, ja, schön Auto, dass du einfach verschwunden bist. Okay, ich glaube, ich bin definitiv eine Beta. Nein, das habe ich damals von einem Bekannten bekommen, der, das Spiel sich gekauft hatte und wo ich mir es dann, wie sagt man das, Privatkopie gemacht habe davon und dann ins Internet gegangen bin und mir ein Privatkopie-Launcher runtergeladen habe, damit ich das Spiel spielen kann. Und,
krieg ich doch. Launchen konnte, so. Naja, damit ich es nachher in 20 FPS spielen konnte, ne? Yay. War mir egal, ich hab's trotzdem gespielt. Niedrige Details gibt's nicht, dann spiele ich lieber einen Ruckeln. Ruckeln. So, jetzt die Frage, gibt's jetzt noch ein Rennen für mich? Los. Nein, stimmt nicht mehr, Rennen. Okay, theoretisch ist das alles die Demo hier, ne? Es ist dieser kleine Abschnitt hier, es ist ein paar Rennen. Ich weiß auch gar nicht, waren die alten anderen Rennen auch da gewesen? Über die Mauer? Guckt das Video von dem verrückten Typ, der über diese blöden Mauern gefahren ist. Ich weiß gar nicht, ob es auch Rennen gab. Wir gehen mal ins Hauptmenü. Vielleicht können wir ja über, Hauptmenü? Danke. Vielleicht finden wir ja über Quick Race noch irgendwas hier. Röntgers? Drift. Und dass ihr gleich nicht vorhin gefahren habt? Ja. Und. Ja. Okay. Okay, in der Hinsicht, das sind nicht wirklich viel. Online? Neues E-Konto? Ja, natürlich hat meine Firewall gefragt. Oh, da will sich jemand verbinden. Stell dir vor, das Spiel oder die Anwendung will erst eine Internetverbindung aufnehmen. Sobald du eine auf irgendwas klickst, dass du eine Internetverbindung aufnehmen willst. Und heute startest du nur irgendein Spiel und es wird sofort ins Internet. Wahrscheinlich irgendwelche Datensender oder Nutzerdatensender oder so ein Scheiß. Ah ja, damals war alles besser. Ah, alles war besser. Nein, nicht alles. Die Demos, die waren nicht besser. Aber wir kommen ja auch noch zu einer Demo, die ich drauf hatte. Die Demo, die ich so fucking viel gespielt habe. Die Demo, von der ich euch immer erzählt habe. Die Demo, wo ich das Hauptspiel die ganze Zeit von spiele. Ja, ich rede natürlich von Track Me Nah Sunrise, die Demo. Davon gab es sogar von den Extreme Part Add-on, gab es eine Demo, wusste ich gar nicht. Das einzige Blöde ist, ich krieg sie nur zu laufen auf mein Notebook. Das einzurichten ist mal ein ziemlicher Scheiß. Ich hoffe mal, das läuft, weil ich habe da theoretisch das Hauptspiel laufen mit einem Kopierschutz. Hier ist auch der alte Kopierschutz, ne? Aber die Sunrise Demo Version benutzt eine alte Version von Kopierschutz, aber ich weiß nicht, ob die so schlau ist und den neuen findet. Oh Mann, ist das ein Scheiß. Weil natürlich, man hat die Demo und das Hauptspiel meistens nicht parallel auf dem Computer. Macht ja auch wenig Sinn. Naja. Gut, das war's mit Need for Speed Underground 2. Wie gesagt, ob da auch davon ein Let's Play kommt, keine Ahnung. Glaube nicht, weil ein viertes Mal durchspielen, wie gesagt, dafür langweilt mich das Spiel einfach zu doll. Wie gesagt, es war zwar zu seiner Zeit gut, aber das für mich war das so ein Spiel, ja, okay, war schön und gut, aber bitte der nächste, bitte. Und dann kam ja auch schon Most Wanted.